Hallo ihr lieben Leute, eigentlich hatte ich nicht vor, heute zu filmen, aber diejenigen, die gestern gesehen haben, mein Video, ich hatte Stampfkartoffeln mit Gedöns und ich habe welche noch über. Und jedes Mal oder fast jedes Mal, wenn ich Stampfkartoffeln über habe, mache ich entweder Pyragie, die hatte ich schon mal gemacht in einem der Vlogs. Ich setze nachher ein Infokärtchen oben dafür. Oder Wareniki. Wareniki, das sind Nudelteigtaschen mit Füllung halt, ne? Und die Füllung kann man beliebig variieren. Meine Mama macht manchmal auch mit körnigen Frischkäse, aber der aus dem russischen Laden, der aus dem normalen Geschäft nicht hier, der taugt nicht viel dafür. Der ist zu wässrig. Oder eben Fliegen. Oder eben mit Stampfkartoffeln. Und das mache ich heute. Ich mache nicht so viel, wie ich letztes Mal hier mit meiner Mutter zusammen gebastelt hatte. Wir haben nämlich auch Vorrat welche gemacht. Ich mache nur, hier sind die Stampfkartoffeln, so viel, wie das für heute Abend gebraucht wird zum Abendessen. So, für die Varenike brauchen wir die wichtigste Zutat, Mehl. Dann brauchen wir Eier. Ich glaube, ich nehme drei. So, hier habe ich jetzt zwei. Und ich hole jetzt hier noch eins, genau. Wasser und Milch. Und ein bisschen Öl. Mehr brauchen wir dafür nicht. Und dafür jede Menge Muskelkraft, naja. Ich fange da mal an. So. Ich habe hier Wasser. Pi mal Daumen eigentlich alles wieder. Das sind jetzt 200 Gramm. Milliliter, genau. Dann habe ich hier jetzt Milch. Muss das mal noch aufmachen. Dann schütte ich da noch Milch rein. Logischerweise Salz. Dann kommen die Eier rein. Schon. Ja, gleich landet bestimmt Schale drin. Nee, doch nicht. Und jetzt verrühre ich jetzt mal das alles. Und jetzt kommt Mehl rein. Ich habe jetzt keine genauen Angaben, wie viel. Wir haben das immer frei Schnauze gemacht. Es muss einfach ein elastischer Nudelteig entstehen, der sich gut ausrollen lässt, ne? Der aber nicht zu fest ist, aber auch nicht klebt. Also hier war fast, ich würde sagen, steht irgendwo drauf? Nein. Ein bisschen mehr als ein halbes Kilo auf jeden Fall. Mache ich einfach weiter auf den Tisch kneten, weil mit dem Löffel wird das langsam zu anstrengend. Kommt man nicht mehr so gut durch. So, der Teig ist jetzt fertig. Die Schüssel packe ich beiseite. Jetzt brauche ich Mehl für den Tisch. Und für oben drüber. Und jetzt wird es ausgerollt. Wer braucht denn schon Fitness? Oder? Beim Kochen Muskeln. So, der Teig ist jetzt ausgerollt. Der muss ganz dünn sein. Ne? Also seht ihr, das ist vielleicht 2-3 mm dick, höchstens. Jetzt habe ich ein Glas, ein ganz normales Glas von McDonald's. Und jetzt steche ich einfach mit dem Glas solche Plätzchen aus. Ich habe jetzt alle ausgestochen. Sind gar nicht so wenig geworden. Ne? Hier habe ich ein Brett mit Mehl bestäubt.
damit die nicht kleben bleiben. Und jetzt zeige ich einfach, wie die gemacht werden. Ist eigentlich super einfach. Also hier ist ein Teelöffel mit Stampfkartoffeln. Nicht zu viel, sonst kriegt ihr das nicht mehr zu. Und dann wird einfach in die Mitte gelegt, die Stampfkartoffeln, und zusammengedrückt. Das ist die ganze Kunst. Ist Handarbeit, ist ein bisschen mühevoll, aber es schmeckt richtig lecker. Und so sieht am Ende fertig Wareník. Und so verfährt man, bis man keinen Teig mehr hat. Mal in die Mitte legen, zusammenklappen und ganz gut die Ränder verkleben, damit die nicht aufgehen, sonst habt ihr dann die ganzen Kartoffeln im Wasser und ja, nur Teig zum Essen. Ist ein bisschen doof dann. Ne? Und so mache ich, bis der Teig alle ist. Und dann zwischendurch stelle ich dann schon mal das Salzwasser auf, damit ich die dann auch gleich kochen kann. Achso, übrigens, genau. Die werden wie normale Nudeln in Salzwasser gekocht. Mehr nicht. Und Soße, da kann jeder eigentlich beliebig machen. Man kann auch nur gebratene Zwiebeln drüber geben. Ich mache meistens Schmandsoße, die zeige ich euch nachher auch, wenn ich dann wieder an meinem gewohnten Platz stehe. Das ist übrigens unser Esstisch. Der ist ganz schön groß. Aber bei uns muss er auch groß sein, weil eben wir eine große Familie sind und sehr oft sich die Kinder bei uns, ja vor allem in den Ferien, oder wenn ein, zwei Tage mehr aufeinander frei sind, dann können unsere Kinder auch gerne sich verdoppeln, ohne dass ich was dazu zu tun habe. So. Und übrigens da hinten, warte mal, ich zeige es euch ganz kurz. Da hinten stehe ich meistens und ihr, also mein Handy mit dem Selfie-Stick, steckt meistens hier drinnen. Das ist dieser Helferlein. Halter von Tupperware. Ja, Not macht erfinderisch, sagt man so, ne? Und im Moment steckt ihr übrigens auch auf einem Selfie-Stick in einer großen, starken Vase, damit es nicht umkippt. Ja. So, ich bastel dann das mal hier weiter. Mal gucken. Und wenn ich das dann koche und die Soße mache, dann zeige ich es euch auf jeden Fall. Bis nachher. So ihr Lieben, das Wasser kocht, wie man das sehen kann. Wir sind mit Basteln fertig. Das hier hat Isabel gemacht, die beiden habe ich gemacht. Insgesamt sind das 74 Stück, die wir jetzt gebastelt haben. Und jetzt kommen sie ganz einfach ins gesalzene, kochende Wasser. Wie sonst auch normale Nudeln oder was macht man so, Tortellinis oder wie auch immer. Durch Umrühren nicht vergessen, sonst bleiben sie aneinander kleben oder unten am Boden vom Topf. Und weiter geht's. Alle passen nicht auf einmal rein, deswegen lasse ich die anderen erstmal liegen. Und wenn die hier fertig sind, hole ich sie raus und dann kommen die nächsten rein. So, und jetzt geht es zur Soße. Und ja, die Soße hat es in sich, deswegen braucht man davon eigentlich, wenn man die drauf hat, auf den Wareníky nicht so viel. Deswegen gibt es auch die bei uns nicht so oft. Nicht nur, weil es so eine Arbeit ist, sondern weil die Soße auch so mächtig ist. Dann. Da kommt erstmal eine ganze Packung Butter rein. Dann kommt Salz drüber. Und ein ganzer Becher Schmand. Das war es dann auch von der Soße. Mehr ist da nicht drin. Wer mag, kann natürlich noch Kräuter zugeben. Und dann wird das einfach alles zusammen verrührt. Und wenn die Butter geschmolzen ist, einmal kurz nur aufkochen. Und dann ist es fertig. Im Moment. So, die Soße ist fertig.
Die erste Ladung war Rienike auch. Hier habe ich ein Sieb hingestellt, damit sie richtig abtropfen können. Und ich hole die jetzt raus. Und morgen, sollte heute welche der übrig bleiben, morgen werden die dann für Mittagessen für die Kinder angebraten. Dann schmecken die noch leckerer. Also ich mag die gebratenen sogar noch lieber als jetzt frisch gekochte. Lieben, das Essen ist fertig. Alle 74 Varenike sind da. Und jetzt packe ich das alles auf den Teller. Und dann wird gegessen. So, so viele brauche ich eigentlich gar nicht. Ach komm schon. So, jetzt ein bisschen Soße noch drüben. Drüben, drüber. So, Soße drüber. Und fertig. So sieht das aus. Und es schmeckt jedes Mal total lecker. Ja, wenn ihr nachbasteln wollt, viel Spaß dabei. Ich werde gleich die hungrige Meute rufen. Und dann essen wir. Und danach mache ich Geschirrspüler einräumen und dann ist Feierabend. Ich bin müde. So. An dieser Stelle sage ich schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.